Schadenfrohde. Was? Schadenfrohde? Ja, nee, komm. Komm ich gar nicht lustig zu machen über den Dienen. Was willst du da machen? Du weißt, dass du sterben wirst, ne? Ja, Freunde, wir sind wieder zurück in Warzone und der Titel ist kein Clickbait, denn das Ganze kann man ganz easy auf der Webseite Warzone Ranked nachschauen. Die habe ich euch schon mal gezeigt. Hier wird aufgelistet, welche Waffen zu wie viel Prozent von den meisten Spielern gespielt werden. Wellgun hat beispielsweise eine 1,48er KD, was sehr, sehr krass ist. Wellgun übrigens eine heftige SMG, ne? 3,42% der Leute spielen die aktuell, sehr, sehr stark. Wir scrollen hier mal ein bisschen weiter runter und suchen und suchen und suchen, bis wir dann irgendwann, hier, die Lapa finden mit 0,41% der Leute. Eine 1,3er KD, sehr, sehr gut, also ne, 1,3 ist deutlich über dem Durchschnitt und die Lapa ist irgendwie in Vergessenheit geraten. Ich glaube, liegt ein bisschen daran, dass man die blöd freischalten muss und die auch, ja, die allerunterste Waffe ist von Black Ops Cold War, aber die geht sehr krass rein. Also wenn wir hier nach ganz unten bei den Black Ops Cold War SMGs gehen, dann sehen wir irgendwann hier die Lapa. Und ich denke, nicht jeder von euch hat die freigeschalten. Ich kann euch aber auf jeden Fall empfehlen, das zu tun. Es gibt hier auch eine Waffenvariante, die ja mit zu den geilsten Varianten im Game, finde ich, gehört. Und die ist wirklich komplett wild. Man muss aber auch echt sagen, ich weiß nicht ganz, wieso so wenig Leute die Waffe spielen, weil die ist extrem stark, extrem mobil und macht einfach extrem viel Laune. Deshalb gibt es jetzt sehr, sehr geile Gameplay-Szenen auf Rebirth mit der Lapa. Wirklich komplett kranke Szenen mit dabei. Checkt die Gameplays gerne ab, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefällt und lasst ein Abo da, falls ihr noch neu sein solltet. Ja, in diesem Sinne, let's go. Ah, die haben Lauer gekauft. Ich hole auch meinen eigenen. Oha, 6. Extra eigene Lauer. Ja. Oh mein Gott! Ich hab's wegen Videos halt auf Deutsch. Wegen Aussetzen und sowas. Ist auch teilweise dumm übersetzt, deshalb kann ich schon verstehen. Was? Nix. Oh mein Gott, Outgun. Hallo? Ach du Scheiße. Er kommt rechts. Ja, ich war so schlecht, bitte. Du hast mir Angst gemacht, wenn du mir zugeguckt hast. Oh mein Gott. Ja, ich weiß, es war richtig bad. Er hat mir so einen Turnaround gegeben. Er hatte 1 HP leider sogar noch. Yay, let's go. Ja, da hat noch einer. Ja, ich wollte den Finish mitnehmen. Oh, Outgun. Und das wieder ein Cluster. Ja, und mit so viele Gegner, ich komme zu viel. Ja, ja, der ist top gelandet. Er ist aber gestorben von ihm. Ja, ja, zwei Leute da, zwei. Hab den Duo-Skin da. Precision, pass auf. Noch einer an uns? Ja. Oh, nein. Nein. Der hat sich gelohnt. Oh mein Gott! Ah!
so Kill geklaut. Ey, wieso ist denn eigentlich jeder Robin Hood mit diesem Bogen? Ich schwöre, das sind die besten Leute immer mit dem Bogen. Ich habe 3 Tode heute, glaube ich, schon vom Bogen bekommen oder so. Ja! Du stirbst, weil ich war. Du warst ein Überlebenskünstler. Ich stehe unter Beschuss. Ekelhaft. Nein. Die anderen noch. Oh mein Gott, wurden wirklich doch. GG's! Ja, du bist gefinisht. Hier ist einer. Kein Fleisch, leider. Feind abgeholt. Oh mein Gott! Report! Hast du gemacht? Ganz eklige Dinge. Ja! Nein. Oh. Ich bin James Bond. Schlag näher.
oder so. Echt? Ja. Denkt man gar nicht. Keine Ahnung. Echt? Ja, irgendwie ist größer. Keine Ahnung. Ah! Alter. Warte mal, ist der hier? Wow. Wow, ja, das hätte ich auch gesagt. Hui. Big gechoked. Oh mein Gott, ihr habt so gechoked. Ihr habt so gechoked. Hin. Ganz oben auf dem Dach tatsächlich nicht. Ich hab aber einen oben. Okay, nice. Nein, ich hab einen gesamt auf dem Dach, aber dann wurde ich zum Prison getötet. Was hat jemand an? Ich war im Volk von der Kurve, oh mein Gott. Alter. Er wollte sich so an mich ranziehen gerade. So shit zum Nachladen mit Lava. Sniper oben, ach man. Feinde landen im Eis.
Ja, diese Leute, die wirklich lachen, wenn du sie Nox finishst, das sind wirklich Psychopathen, ne? Stylos, du Hund! Also dafür wollte ich das Geld haben. Oh mein! Was hab ich hier gerade gesehen? Sag mal! Ist die Swiss scheiße oder bin ich scheiße? Hilfe, er hat komplett gebrüllt. Oh, from upstairs. A la bola, gosh. Lauf, da war Lauf! Wie ihr hier auf der Webseite von True Game Data sehen könnt, hat die Lapa keinen krassen Rückstoß und ihr habt es auch in den Gameplays eben gesehen, sehr, sehr easy zu kontrollieren. Und was die Lapa so krass macht, ist, dass die Time to Kill von 600 Millisekunden auf die Brust, was gar nicht so krass ist, aber fast identisch bleibt. Das heißt, der Damage, der Schaden, droppt off Range gar nicht so krass und das heißt, man kann die auch so easy noch bis 18 Meter oder mehr als 18 Meter spielen, wobei dann irgendwann halt die Bullet Velocity logischerweise nicht mehr so mitmacht. Aber ihr seht hier, die Stats sprechen absolut für diese Waffe und ich verstehe nicht, dass niemand die spielt so, ne? Auch eine sehr, sehr gute Sniper-Support-SMG beispielsweise kann man sehr gut spielen, hat eine schnelle ADS-Time, also geht sehr, sehr schnell ins Visier. Nicht wie beispielsweise die OTS, die ja mehrfach genervt wurde, was das angeht. Und deshalb, ja, absolut, absolut geile Waffe, muss man sagen. Hier könnt ihr auch nochmal die Schadenswerte sehen und ihr seht, dass die wirklich ganz, ganz wenig abnehmen, prozentual vor allem gesehen, auf Range, was auf jeden Fall sehr, sehr krass ist, ne? Deshalb zeige ich euch jetzt noch meine Klasse und dann müsst ihr mir versprechen, dass ihr die ausprobiert. Natürlich benutze ich hier die Abnormalität-Variante, weil die extrem geil aussieht. Ich habe mir aber da ja eine leicht abgewandelte Klasse mit gebaut und die sieht aber immer noch extrem geil aus, wie ihr seht, ne? Also das ist immer noch sehr, sehr wild. Und wenn man da jetzt auch anfängt, irgendwie Tarnung drauf zu packen, dann ist es einfach nicht mehr so geil, ne? Also irgendwie cool, dass es so integriert ist dann, aber ich muss sagen, ohne Tarnung gefällt es mir dann doch am besten, weil die Variante echt ziemlich nice aussieht. Das sind die Aufsätze. Anfangs habe ich die ohne hier Visier gespielt, aber die offene Visierung von der Lapa ist echt scheiße so, ne? Ich würde echt sehr, sehr gerne hier noch Tiger Team Scheinwerfer oder so mitnehmen, aber alles in allem ist das schon echt eine sehr, sehr gute Klasse. Vor allem mit dem Gezogenlauf. Warte, der bekommt ihr sogar nochmal mehr Schaden und mehr Schussrate dazu. Hat True Game Data das getestet? Warte, das muss ich gucken. Okay, das erklärt auf jeden Fall einiges. Der Rifled-Lauf ist der, den wir hier ja draufgepackt haben. Und der verbessert unsere TTK nochmal deutlich krasser. So, ne? Also, ihr seht hier die Time-to-Kill-Werte auf den Kopf 331 Millisekunden, auf den Nacken, was nicht so schwer zu treffen ist, 414 Millisekunden und 579 auf die Brust. Und ihr wisst ja, dass die ja, Damage-Range dadurch beeinflusst wird. Allerdings haben wir auch danach immer noch komplett krasse TTKs. Guck mal, hier 8,8 bis 14,4 Meter, 579 Millisekunden auf die Brust. Ja, okay, das erklärt einiges. Der Lauf macht die Lapa auf jeden Fall krank stark. Also was wir uns merken ist, ihr müsst die Lapa auf jeden Fall freispielen, falls ihr das noch nicht getan habt. Ihr müsst diese Klasse mal spielen und ihr müsst mir danach danken, denn die ist absolut geisteskrank stark. So, ne? Also viel Spaß damit auf jeden Fall und ja, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefällt. Wir sehen uns im nächsten oder im nächsten Livestream. Haut rein. Ciao, ciao.